Ja, Jürgen, vor dem Spitzenspiel gegen den FK Pirmasens, wie ist die Lage der Mannschaft? Die Lage der Mannschaft ist gut. Ja. Wir haben bis auf die Langzeitverletzten, sage ich mal, alle an Bord. Ja. Christian Lentsch ist natürlich noch verletzt, Jens Meyer, die natürlich noch länger ausfallen werden. Aber sonst haben wir alle an Bord und ja, die Stimmung ist gut. Du warst am Freitag das Spiel FK Pirmasens gegen Hertha Wiesbach schauen. Wie schätzt du den Gegner ein? Was dürfen wir am Dienstag erwarten? Ja, ich glaube, wir dürfen ein Spiel auf Augenhöhe erwarten. Ja, Pirmasens ist die erwartet starke Mannschaft. Sie haben offensiv sehr große Qualität. Das sieht man an den Toren. Sie haben ein Tor mehr geschossen wird, wie wir jetzt schon insgesamt. Ja, haben vorne schnelle Spieler, die sehr dribbelstark sind. Und ja, auf das werden wir uns einstellen. Aber ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir spielen zu Hause. Wir haben auch sehr gute Qualität. Es kommt wieder darauf an, dass wir unsere Top-Leistung bringen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir das Spiel gewinnen. Dass Pirmasens so erfolgreich durch die Liga marschiert, hätte man, denke ich, vor der Runde auch nicht erwartet. Spielt das eine Rolle, dass sie eigentlich immer auf den Gegner treffen, den wir in der Woche zuvor meist deutlich besiegt haben? Ach, das ist alles Spekulation. Ich meine, wir hatten das schon erwartet, dass Trier, dass Pirmasens, ja, und aber auch Trier, aber Pirmasens vor allem mit der schwerste Konkurrent sein wird, weil sie eben auch noch viele Spieler vom letzten Jahr haben, ja, die auch schon Regionalliga-Erfahrung besitzen. Und von dem her war das schon irgendwo klar, ja, dass sie eine gute Runde spielen werden und auch eigentlich eine Top-Mannschaft haben. Du hast, oder in den letzten Zeitungsberichten war öfters davon die Rede, dass du die harte Gangart, die oftmals gegen uns an den Tag gelegt wird, ein bisschen kritisierst. Wie geht die Mannschaft damit um? Die Mannschaft geht gut damit um. Ja, man muss sich da zurechtfinden. Ja, man muss sich da einfach dagegen halten, da sich nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Und das ist es auch. Ja, und das für mich ist das Thema heute da vorbei. Du erwartest aber wahrscheinlich für Dienstag eher ein Spiel, das aus Fußballspielen besteht und wahrscheinlich nicht so über den Kampf kommen wird. Ich erwarte beides, ja. Pirmasens hat auch sehr aggressive Spieler in den Reihen, ja. Und ohne Kampf wird es nicht gehen, ja. Entscheidend wird natürlich dann auch sein die spielerische Qualität. Ja, aber ja, das wird eine Willensache, Willenangelegenheit, ja, von beiden Mannschaften. Und ja, wir werden sehen, wer den größeren Willen hat dann. Und noch zum Abschluss, es ist Feiertag, das Wetter soll gut werden, es werden also wieder ein paar Zuschauer mehr kommen. Freut man sich dann drauf, dass auch wieder mal ein bisschen mehr Stimmung im Stadion ist? Ja, natürlich. Es war ja schon gegen Trier eine tolle Stimmung und ja, wir hoffen natürlich, dass mindestens genau für die Zuschauer kommen. Ja, ich glaube, war ein tolles Erlebnis für die Zuschauer, aber auch für die Spieler. Und das hoffen natürlich auch wieder, dass die Fans zahlreich kommen und uns toll unterstützen.